kriege? Versau es bloß nicht. Wie ist das, wenn der Geist dich übernimmt? Fühlst du was? Kannst du was tun? Ich kriege alles mit, aber ich kontrolliere nicht, was ich tue oder sage. Warum fragst du? Ich wüsste gerne, wie es ist, mit dir zu tanzen. Nur dir. Oh, das wird jetzt was. Wir haben nicht die Wahl. Ich täte gern, was er gerade getan hat. Ich täte gern, was er gerade getan hat. Warum tust du es denn nicht? Na? Raus damit! Aber normale Menschen benehmen sich nicht wie Wladimir von Everreck. Weil sie Jammerlappen sind. Sei nicht grob. Insgesamt ist er ziemlich amüsant. Ah, hörst du? Ich bin amüsant. Und dir sitzt ein Stock so tief im Arsch, dass du keine Hüte tragen kannst. Hast du den Mann gesehen, der unser, euer Lied angesagt hat? Ja, er hat getan, als würde er mich kennen. Dabei haben wir uns nie getroffen. Wer war das? Gaunter Odib, der Spiegelmeister. Was macht er hier? Frag ihn doch. Ja, er hat sich gezeigt. Da müssen wir mit ihm reden. Schon mal überlegt, dass er in der Gegend war und spontan vorbeigekommen sein könnte? Der tut garantiert nichts zufällig. Und erst recht nicht aus einer Laune heraus. Bah, ich soll hier Spaß haben und stehe seit 5 Minuten da wie die Ölgötzen, während ihr plaudert. Ich komme wieder rein. Ah, schon besser. Los, Charlie, verschwätzen wir nicht die ganze Nacht. Jawohl. Die Nacht ist jung. Komm, lass uns wild sein. Warte, wir können hier doch noch tanzen, oder? Charlie, lass mich dir meine Tanzkunst zeigen. Geschmeidig wie ein Leopard. Lass dich nicht aufhalten. Ach, wie du dich bewegst. So bezaubernd, Katzin. Die sind halt nur Omis, ne? Das finde ich irgendwie geil. So. Aber Honigkuchen besteht doch nur aus Mehl, Honig, Eiern und Gewürzen. Das sehe ich anders, meine Liebe. Du vergisst die wichtigste Zutat überhaupt. Zeit. Was für einen Mumpitz tischt er denen denn auf? Sei still. Hör zu. Zeit? Was meinst du mit Zeit? Eine Zutat? Zeit verleiht ihm die richtige Konsistenz. Sie sorgt für genau den richtigen Biss und macht das Innere saftig. Und wie viel braucht man von dieser Zeit? Das steht in keinem Rezept der Welt. Verlass dich auf deine Sinne. Durch sie kannst du die Zeit berühren, sie riechen. Liebkosen sogar. Zeit ist der Schlüssel zu allem. Sei gegrüßt, Shan. Darf ich mich vorstellen? Gaunter Odin. Was für ein bezauberndes Kleid. Die Farben stehen dir ausgezeichnet. Danke. Ich habe viel über dich gehört, aber niemand hat Kochkünste erwähnt. Du scheinst einiges über Honigkuchen zu wissen. Ich weiß über alles Bescheid. Ganz einfach. Ist dem so? Was weißt du über mich? Dass du immer der missratene Bruder warst. Dass du Olgiert von Anfang an beneidet hast und so sein wolltest wie er. Das höre ich mir nicht länger an. Ich will feiern und Spaß haben und nicht über meinen Bruder reden. Gut so. Olgiert würde ohnehin nicht wollen, dass ich mit dir über ihn rede. Olgiert war mein Bruder und mein Freund. Es gab nie treuere Gefährten als uns. Die Frage ist, ob du ihm genauso viel bedeutet hast, wie er dir. Dank ihm bin ich ein Held. In meiner letzten Schlacht war ich alles andere als tapfer. 5 Angreifer kamen auf mich zu und ich floh.
Ich versteckte mich in einem Keller. Aber sie fanden mich, umzingelten mich wie eine Ratte. Olgierd hat jedoch jedem erzählt, dass ich alle fünf mit einem Hieb getötet hätte. Ich frage mich, woher du das alles weißt. Olgierd besucht mein Grab. Oft. Vergießt einen Becher für mich, schüttet sich zu und redet über alte Zeiten. Er sieht mich nicht, aber ich verstehe jedes Wort. Nun, vielleicht sagt er irgendwann etwas sehr Überraschendes. Worauf willst du hinaus? Ich werde euch nicht länger belästigen. Genießt eure Zeit, denn Zeit ist kostbar. Shani, es tut mir leid, ich... Schon gut, das war... Ach, vergiss ihn. Wir sind hier, um Spaß zu haben, richtig? Komm, die Nacht ist noch jung. Boah. Es ist 10 Uhr. Da würde ich mich schon fürs Bett bereit machen, ne? Zum Schlafen. Er war auch mein bester Freund. Lass gut sein. So, Level Up, by the way. Amüsiere dich wieder. Die Zeit wird knapp. Entschuldigung. Die Haubenzeremonie beginnt um Mitternacht. Bis dahin. Jawohl. Okay, warte. Das Level-Up machen wir später, gell? Ja, ja, machen wir später. Yeah. Also das machen wir nicht. Das auch nicht. Ja. Das? Nee, auf die hab ich keinen Bock. Juhu. Schau mal da, Shani. Die Leiter lädt geradezu ein, nach oben zu huschen, wo wir zwei uns austauschen können. Dann lass uns mal huschen. Aber wie jetzt? Einfach so? Fällt dir eine andere Möglichkeit Ach, komm. Ein, eine Leiter hochzusteigen? Dann gehen wir doch lieber zu den Zweien. Es war so, hallo. Pass auf dich auf. Was soll das gehen? Achso, hier trinken, ja, so. Nicht anzünden. Trink mit uns! Schönen Damen schlage ich nie etwas ab. Auf dein holdes Antlitz. Und auf deins natürlich, Shani. Auf deine Gesundheit und dein Wohl. Möge das Glück dir hold sein, weißer Wolf. Der weiße Wolf, wow. Als weißer Esel. Null. Komm schon, Alter, auf das junge Paar. Auf Braut und Bräutigam. Okay, dann gehen wir halt doch hoch. Entschuldigung. Was hier durch? Was geht hier vor? Schau mal da, Schau. Die Leiter lädt. Ja, ja, wir gehen einfach mal hoch und gucken. Zu huschen, wo wir zwei uns austauschen können. Dann lass uns mal huschen. Aber wie jetzt? Einfach so? Fällt dir eine andere Möglichkeit ein, eine Leiter hochzusteigen? Setzen wir uns. Komm. Einfach so? Aber wie das Kind da tanzt. Ich bin ganz läuft ohr. Voll die Moves. Worüber sollen wir reden? Ich meine, uns austauschen. Nun, letzten Endes... Ja? Weißt du, die Sache ist die... Komm schon, spuck's aus. Ich... Ja, das habe ich mir gedacht. Komm, wir sollten zurückgehen. Lord Blondimir. Das hätte ich gar nicht erwartet. Aber was erwartest du denn? Du hast mich eingeschüchtert. Große Klappe, nichts dahinter. Ich hatte bisher nur mit einfachen Maiden zu tun. Du hingegen bist Chirurgin. Dich nicht einfach zu nehmen, war die richtige Entscheidung. Und nun, es auf dem romantischen Weg zu versuchen, auch. Aha, verstehe. Warum guckt sie gegen die Wand? Wir sind hier, um uns zu amüsieren. Schade. Also sollten wir das tun, auf romantische Art. Die Hauptzeremonie beginnt um Mitternacht. Bis dahin, okay. Amüsiere dich. Lass dich gehen. Na gut, dann machen wir eins davon. Was mögen wir eher, Leute? So ein Stall? Oder Wasser?
Spucker. Was? Oh, Entschuldigung. Lass mich in Ruhe. Okay. Der mag uns nicht. So. Was für ein Sport ist das? Ihr stolpert hinter Schweinen her, oder? Die Jungs kämpfen darum, zum König der Schweinehirten gekrönt zu werden und um den dazugehörigen Preis für ihre Weiden. Was ist das für ein Titel? Ich meine, ihre Frauen zu ergattern. Und die Regeln? Man muss der Sohn eines Schweinehirten sein, richtig? Nein, jeder Mann kann sein Glück versuchen. Man muss nur die gelb markierten Schweine in den Pferch treiben. Lass uns Schweine treiben. Klingt nach absolutem Schwachsinn. Aber warum nicht? Es wäre uns eine Ehre. Ein Hexer mit Eselsohren, der Schweine treibt. Besser als jeder verdammte Zirkus. Was hast du gesagt, Bauer? Ich? Nichts. Gut, belass es dabei. Schaff diesen Krüppel weg. Der bekommt ja nicht mal sein eigenes Weib ins Bett. Wie soll er da ein Schwein einpferchen? Lass mal den Hexer ran. Okay, das sind alles Wichser hier, ne? Schade, dass kein Maler anwesend ist. Diesen Moment sollte man für die Nachwelt festhalten. Siehst du meine Bewegungen, Shani? Agil wie eine Katze. Warte, wo ist sie? Und schlau wie ein Fuchs. Ich werde diesen Trotteln zeigen, wie man ein Schwein zu treiben hat. Da. So, jawohl. Lodimir, das ist genau deine Arbeit. Der Pferch wartet schon auf dich. Feinde. Hast du gesehen, Shani? Ein Schwein, ein Pferd. Wie kann er das so stolz sagen? Oh, Entschuldigung. Du auch, Entschuldigung. Toll. Seht her, ihr Bauerntrottel. Lernt von eurem Meister. Sind die Schweine eingepfercht? Wahrlich, das sind sie. Meister Hexer, wir haben lange nicht mehr so einen guten Schweinetreiber gesehen. Deine Familie hatte einen großen Pferch, oder? Komm, gib's zu. Meine Familie besaß viele Pferche. Was nicht bedeutet, dass ich Erfahrung als Schweinetreiber hätte. Wie auch immer, die Krone geht an einen guten Mann. Und die Auserwählte des Königs erhält ein passendes Geschenk. Hier! Versteck es aber nicht in irgendeiner Tasche. Binde es an einem Pferd fest, damit alle es sehen können. Krone des Königs des, der Schweinehirten. Hast du jemals jemand Geschickteren gesehen? Auf jeden Fall kannst du gut Schweine durch den Schlamm treiben. War lustig, dir zuzusehen. Wie gefällt der Blume meines Herzens der, Preis, den ich ihr gewonnen habe? Das ausgestopfte Schweinchen? Es gefällt mir, wirklich. Ich wollte schon immer eins haben. Sag mir, Shani, mit was bekommt man dich rum? Wie meinst du das? Ich möchte dich erobern. In Geralds Namen und Gestalt natürlich, aber dennoch... Je mehr ich meinen Charme spielen lasse, desto weniger scheinst du ihm jedoch zu erliegen. Also sage mir, woran hapert es? Vielleicht stehe ich einfach nicht auf dich. Schon mal daran gedacht? Unsinn. Alle Mädchen stehen auf mich. Ist das so? Dann beweise es. Mit Vergnügen. Zeig mir ein Mädchen. Sie wird mir innerhalb weniger Augenblicke aus der Hand fressen. Da! Die mit der Girlande. Ausgezeichnete Wahl. Werde es fing ja allgemein schon Magie komisch von an. Vladimir von Everett. Hä? Wen haben wir denn da? Ich soll sie betrügen, um ihr meine Liebe zu zeigen. Nein, okay. Wir sind uns Charlie, nie zuvor begegnet, ja. Aber ich habe mein halbes Leben auf das macht keinen Sinn, ey. Die andere Hälfte schaffst du auch noch. Warte doch, Schönheit. Sabotiere mich nicht, Charlie. Das gehört sich nicht.
In Ordnung. Ich halte mich ab jetzt raus. Wir nehmen das zweite Mann, wir helfen dem nicht. Hat es sehr weh getan, Liebes? Was? Als du vom Himmel gefallen bist. Aber mein Herr, ich... Meine Liebe, sag nichts mehr. Ich werde eine echte Dame aus dir machen. Wir werden Hand in Hand die feinsten Gesellschaften beehren. Gesellschaften? Wirkliche, echte Gesellschaften? In Novigrad? Aber wie? In Novigrad, Ochsenfurt, ja selbst in Kovir. Wo auch immer du willst. Lass uns schnell zur Scheune schreiten. Da werde ich dir alles erklären. Neski, halt dich von diesem Mann fern. Wer zum Teufel seid ihr? Ihre Brüder. Und wir haben Papa am Sterbebett versprochen, sie vor deinesgleichen zu schützen. Warum lautet mir wie ehrenlos? Und das war halt Shanis Idee. Verzeiht, ich wusste es nicht besser. Bleibt ruhig, das ist so peinlich irgendwie. Es ist nichts passiert. Ich habe nur eine unschuldige Unterhaltung mit einer unschuldigen Maid geführt. Wir haben alle gehört, wie unschuldig dein Gerede war. Du wolltest zur Scheune mit ihr. Was hattest du dort vor? Etwa weiterreden? Natürlich hätten wir geredet. Aber erst nach dem Tanz. Nennt mir nur einen Dummkopf, der nicht mit einer Schönheit wie ihr tanzen würde. Such dir eine andere Schönheit. Sonst tanze ich mit dir den Tanz der Zaunlatte. Geralt, du hast es ja mitbekommen. Ich habe eine friedliche Lösung gesucht, aber sie wollen kämpfen. Mir auch recht, daran habe ich auch Spaß. Schnapp dir eine Zaunlatte von da drüben. Hast du vor Angst deine Eier verschluckt? Ich bin mit meiner Geduld am Ende. Niemand schimpft Wladimir von Everreck, einen Feigling. Beruhigt Alter, du hast selbst gemobbt, du Mixer. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Dein Pech. Wir ziehen dir jetzt nämlich deine Mutantenhaut ab. Jetzt reicht's. Zeig uns, was du drauf hast. Boah, bei meiner Ehre, ne? Die haben das nicht verdient, Alter. Wir wehren uns nicht. Dürfen wir auch verlieren? Wir wehren uns nicht. Das geht so nicht. Zaunlatte! Die perfekte Wahl für dreckige Schweinehirten. Perfekt genug, um dir das Maul zu stopfen. Verdammter Lust. Ich meine, der hat einfach... Ne? Komm, mach mich platt. Ihr könnt gern mitmachen, ne? Dann geht's schneller, Jungs. Aua, wir kommen nicht mal mehr raus. So, komm. Warum schreien die? Ach so. Wegen uns. Hilfe! So. Nice, wir durften verlieren. Hat er verdient, ne? Wladimir, ey. Der soll mal jetzt nicht heulen. Das wird dich lehren, anständigen Mädchen nachzustellen. Ich hab dich im Blick. Gehen wir, Neski. Die haben halt nur ihre Ehre verteidigt. Wohin so eilig, weil er böse Absichten hatte mit der Schwester, ne? Dame aus dir machen. Ja, ja. Geralt, sag ihr, dass es nicht mein Fehler war. Sie haben angefangen. Nun los, hinterher! Kommt nicht in Frage. Das war's. Du hast es vermasselt. Sie ist weg. Ist das etwa deine Masche? Warst du schon immer so charmant? Es hat öfter funktioniert, als du denkst. Hör zu, du musst dich zügeln. Spaß haben ist in Ordnung. Gäste vermöbeln nicht. Erst recht nicht mit meinen Händen. Gut, ich versuche es. Oh oh, Shani ist im Anmarsch. Vermutlich wenig glücklich, oder? Deine Verantwortung. Das war halt ihre Idee, ne, Shani? Oh, na gut. Mann. Deine Methoden sind ungewöhnlich. Einer Frau den Hof zu machen, indem man ihre Brüder verprügelt, ist kreativ. Ich frage mich, was du sonst so in petto hast. Na. Alles ist nach Plan gelaufen. Zu meinem Plan gehört die Beseitigung von Hindernissen. In der Regel bekomme ich ein paar Treffer an. Und die Auserwählte, versorgt von Mitleid, überwältigt meine Funken. Und was lief dann schief? Es liegt an diesem unförmigen Körper. Nichts als Sehnen,
Und erst dieses Gesicht. Hätte ich mein eigenes gehabt, wäre es anders gelaufen. Mein melancholischer Blick und meine Narben ließen die Mädchen reihenweise dahinschmelzen. Ich versuche es gern erneut. Zeig mir eine und... Du hast genug bewiesen. Lass uns einfach Spaß haben, in Ordnung? Schließlich bleibt dir nicht mehr viel Zeit. Na gut, du hast wohl recht. Lass uns gehen. Schön, dass sie sich amüsiert, ey. Sie lacht die ganze Zeit. Aber ja. Tut das gut, ja. Mal wieder die Knochen knacken zu lassen. Du wurdest verprügelt, Junge. Zeit für noch mehr Spaß. Am wichtigsten ist, bin ich Geralt. So. Oh mein Gott, wir müssen ja alles machen. Okay, rein da. Hast du gesehen, was er rausgefischt hat? Einen alten Topf. Nice. Kannst du was kochen Vielleicht mit? Trägt sein Mädel Töpfe als Schuhe, falls sie mal kein Klo findet. Du solltest meinen Pantoffel daraus holen. Wie soll ich denn in einem Schuh tanzen? Das ist eine Hochzeit. Ich brauche Pantoffeln. Ich hab gesucht, Schätzchen, wirklich. Er ist da nicht. Er ist bestimmt im Schlamm versunken. Dann wühl danach. Grab dich durch. Oh, Scheißspiel. Was geht denn hier vor? Die spielen Such den Schuh. Nie gehört? Nie. Die Oberschicht halt nicht geschafft. Andere Steckenpferde. Wie geht das Spiel? Ein Mädchen wirft einen Schuh ins Wasser, ihr Freund springt hinterher und holt ihn wieder raus. Sowas. Durch die Mutation werden sie nicht nur unfruchtbar wie Mulis, sondern ihnen wachsen auch Eselsohren. Möchte wissen, was denen noch alles gewachsen ist. Ich möchte an diesem Spaß teilhaben. Geil, die Hype-Musik läuft im Hintergrund. Oha! Wow. Das war noch nicht alles. Alter, vor ihrem Mann macht sie das. Dein Schuh. Ich beweise, dass ich für dich in jeden Abgrund tauche. Ihr Blick gerade eben, ne? So, Shani. Sieh her, Shani. Lol. Bin Arsch. Voll konzentriert. Der stellt sich die Sache aber einfach vor. Ja, deine Socken werden nass. Ja? Mal sehen, ob was dahinter Egal. Steckt. Boah. Ja, na und? Kann Bloody mir schwimmen? Nein, doch. Lol, der kann nicht schwimmen. Doch, kann er. So, verlorener Schuh. Haben wir noch mehr? Da noch was? Was ist das? Verlorener Schuh? So, noch von den anderen Gästen. Einfach mal mitnehmen. Noch einer. Das könnte auch der falsche sein. Ne? So, das war's, gell? Okay, einmal hoch. Verdammt moderig, der Teich. Bin bis zu den Achseln versunken. Kein Schlamm der Welt kann dich von meinem Schuh fernhalten. Oder all den anderen Schuhen, die je im See gelandet sind. Es ist besser, sich umsonst zu übertreffen, als seine Durchschnittlichkeit bereuen zu müssen. Interessante Theorie. Und sie gründet auf der Praxis. Jeder dieser Schuhe würde seine Eigentümerin veranlassen, den Rock zu heben und sich zu bücken. Um ihn anzuziehen, natürlich. Nein, wie gewitzt und abgefeimt. Das sagst du jetzt so, erst. Ich finde, ich habe einen Kuss verdient. Such die Besitzerin der Schuhe. Vielleicht erklärt sich eine bereit. Sei nicht eifersüchtig, Shani. Das war ein Scherz. Die anderen sind mir einerlei. Ach ja, erkennst du ihn, Aschenputtel? Meinen Schuh?
Mhm. Nun streck dein geschmeidiges Beinchen aus. Lass ihn, ich meine, es hineingleiten. Vielen Dank. Siehst du, wie fix der ihre Schuhe hat? Nichts geht über ein herrliches Bad. Jetzt lass uns was anderes tun. Etwas Wildes. Mit Schuhen. Das wäre eine rauschende Hochzeit. Die Eltern haben wirklich an nichts gespannt. Güte, du bist doch dumm. Meine Güte, du bist doch dumm. Der weiße Wolf, weißer Esel. So, hallo. Kann es noch schlimmer werden? Kann es. Entschuldige mich eine Weile. Als Brautjungfer gehöre ich bei der Haubenzeremonie zur Braut. Geh nur, Shan. Ich komme allein zurecht. Damen und Herren, heute Abend habe ich die Delikatessen des Lebens so intensiv verkostet, dass ich nunmehr eine Rede halten will. Geralt, das muss nicht sein. Okay. Nee, wir halten keine, oder? Oder doch, komm. Wir haben so viel Scheiße gemacht, eine Rede, wir hauen alles. Wir machen es perfekt. Muss nicht sein. Und ob das sein muss? Bisher habe ich bäuerliche Vergnügungen eines Edelmannes stets für unwürdig gehalten. Welcher Edle würde schon mit Schweinehirten verkehren wollen? Natürlich genoss ich die Schönheit draller Bauerndirnen und genieße sie noch. Hätte ich mehr Zeit, würde ich das jeder einzelnen von euch beweisen. Bei Bauern ist das was anderes. Die habe ich nie beachtet. Ein, zwei haben sich um meine Pferde gekümmert. Und dies nicht schlecht, aber Konversation? Nicht mal, wenn man mich dafür bezahlt. Man muss seinen Prinzipien schließlich treu bleiben. Boah, wie eingebildet. Doch seit sie bejaht es einfach. Seit heute ist alles anders. Unter all dem Dung ist ein Bauer ein Mensch. Dank euch ist mir das klar geworden. Ihr redet zwar weiterhin nur Mist, aber das macht mir nichts mehr. Dafür danke ich euch und drücke euch meine Zuneigung aus. Es ist gleich Mitternacht. Zeit für die Haube. Warte, ich bin noch nicht fertig. Oh doch, das bist du. Alle Jungfern gehen zur Haubenzeremonie. Auch du bist eine Jungfer, Shan. Ihr Leute, nun naht die Mitternacht und mit ihr naht die Haube. Drum segnen wir das junge Paar. Denn wisst ihr, was ich glaube? Die Liebe wohnt in ihren Herzen. Möge sie gedeihen. Möge jeder neue Tag sie wiederum erfreuen. Los, erhebt die Gläser, auf die frisch vermählten. Euer Beischlag soll euch manch ein Kind bescheren. Geht drum schnell aufs Zimmer, da seid ihr alleine. Trinken wir zum Ausgleich eure teuren Weine. Die Braut ist jetzt deine, du musst sie beschützen. Drum gib Acht auf Nachbarn, wollen sie stiefmitzen. Schau doch nicht so brummig und lass dich nicht poppen. Sie ist dir ergeben, wird sonst kaum poppen. Sie wird dir treu sein, drum trinken wir baden darauf, dass ihr ein Paar seid und dass wir euch haben. Dem heiligen Brauch nach ist die Fängerin der Blumen die nächste Braut. Alter, wie der mich verarscht. Das musste wirklich sein. Als wäre es gestern gewesen, wie wir auf Olgirds Hochzeit gezecht haben. Ich musste einfach etwas aufschreiben. Gibst du ihm den Brief? Mach ich. Danke. Du bist ein guter Kerl, Hexer. Sterbenslangweilig, aber gut.
entzückende Tradition. Errötende Jungfrauen beim Tanz mit wehendem Haar, offenem Mieder, wogenden... Reicht es nie. Hast du gesehen? Shani hat die Girlande gefangen. Nach bäuerlichem Aberglauben heiratet sie als Nächste. Vielleicht. Einerlei. Es ist nach Mitternacht. Zeit für dich, in die Krypta zurückzukehren. Geht nicht. Ich habe noch zu tun. Es ist nach Mitternacht. Du kannst die hübschen Ohren abnehmen. Natürlich nur, wenn du willst. So schön sie sind, ich steck sie weg. Es fängt ja auch schon damit an. Weg? Siehst du, sie fragt nach mir. Vermisst mich schon. Ich bin hier, mein liebliches Tülpchen. Jener Kuss, als wir tanzten, lässt mir noch immer den Kopf schwirren. Keine wilden Pferde könnten mich von dir fernhalten, ehe ich nicht noch einen bekomme. Oder zwei. Oder so viele du mir geben willst. Du hast dich offenbar gut amüsiert. Das freut mich. Ein Kuss. Ich wusste, es würde so enden. Und zugleich beginnen. Nein, nur enden. Es ist nach Mitternacht. Deine Zeit ist gekommen. Ha! Wen scheren solche Kinkerlitzchen? Der Tod fordert mich nicht zurück. Was sollten wir da nicht weiter feiern? Was soll Geralt davon halten? Du hast ihm dein Wort gegeben. Shani, Liebling, ich bin tot. Von einem Toten kann man nicht allzu viel erwarten. Wladimir von Everek, geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich bitte dich. Halt dich da raus. Halt! Aufhören! Bitte! Verschwinde! Oder ich nehme dich mit mir. Deine modrige Gruft wird dir dagegen wie das Paradies erscheinen. Deine Wahl! Holy shit! Wie macht er das? Hör auf, ihn zu quälen. Ich verspreche, ihn nicht umzubringen. Götter, was ist hier passiert? Was hast du mit ihm gemacht? Was hast du ihm angetan? Ihn dahin geschickt, woher er gekommen ist. Okay, toll. Ich hoffe, du hast ihn nicht verletzt. Ich habe einen Schädling entsorgt. Noch länger müsst ihr ihn nun wirklich nicht ertragen. Geralt hat seine Aufgabe erledigt, also... Ja, ich weiß. So wie er eine Aufgabe erledigt hat, stürzt er sich auf die nächste. Diesmal vielleicht nicht, wer weiß. Ich habe bemerkt, wie ihr euch anseht. Und eure gemeinsame Vergangenheit ist mir ebenfalls bekannt. Tatsächlich? Wie das? Shani, meine Liebe, woher weiß ein Adler, wie man fliegt? Einerlei. Wladimir von Everek wird euch jedenfalls nicht mehr belästigen. Toll, danke. Was machen wir jetzt? Ich bin verwirrt, ich bin übelst angeekelt. Das war alles so ehrenlos und so kulturlos irgendwie. Für meinen Geschmack. Ne? Wir gehen lieber. Stimmt, ich muss los. Entschuldigung, Shani. Ich sollte bald zu Olgir zurückkehren. Oh, so schnell ist es vorbei. Und ich dachte, wir hätten noch etwas Zeit miteinander. Dumm von mir, nicht? Ja. Das würde ich nicht sagen. Nicht so wichtig. Ich sehe nach Aldona. Schließlich bin ich ihre Brautjungfer. Ah, da ist es. Das Gesicht eines Mannes, der eine Frau nicht versteht. Und du verstehst sie? Natürlich. Frauen sind schlicht. Leider sind Männer hoffnungslose Idioten. Deine Freundin wird nun gekränkt sein. Pflück ihr Blumen oder lade sie auf einen Humpen ein. Dann kommt sie drüber hinweg. Ich brauche keine Ratschläge, danke. Sie hat was für dich übrig. Du für sie auch. Nicht drüber nachdenken. Einfach spontaner Ehrlichkeit nachgeben. Das ist das Schönste an menschlichen Beziehungen.
Ihr müsst ja nicht wie Aldona und Jonas enden, als verliebte Trottel, die sich auf ewig gebunden haben. Nutzt die Nacht und eure Chance. Genießt. Boah, Junge, komm, halt's Maul. Du mit deinen Ratschlägen. Das letzte hätte er lassen können. Dann sähe es noch gut aus. Okay. Das war die Quest. Entschuldigung. Und das war's ja auch schon mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst bitte ein Like da, abonniert und passt auf euch auf.